Hallo! Hallo! Ja, Terraria ist draußen seit, was weiß ich, halben Stunde, nicht mal. Doch, seit circa 28 Minuten, wenn ich auf die Uhr gerade schaue. Und ja, ich werde jetzt einfach mal so die ersten. Meine Welt habe ich TerraPower genannt und das ist mein Charakter. Also, bevor ich hier wieder, weil ich loslege, ich werde erstmal hier kurz sagen, was ich machen werde. Ich werde hier ein bisschen meinen Anfang verfolgen, wie ich die ganze Zeit am Anfang sterben werde. Das ist ganz normal bei dem Spiel. Ich kenne mich da schon vielleicht ein bisschen aus. Vielleicht, wer weiß. Ich kann euch auf jeden Fall viel dazu erzählen. Werde ich auch. Und ja, das ist mein Charakter, den ich erstellt habe. Zombie mit dem lila Irokesen. Und wir gehen in die Welt Terra Power. Die habe ich auch so genannt. Das ist eine kleine Welt. Es gibt kleine, mittlere und große Welten. Die kleinen Welten sind circa 200 Megabyte groß. Die mittleren 300 und die großen 500 Megabyte. Also, Spiel an sich hat 5 Megabyte, aber die Welten haben halt den ganzen Speicher. Genau. Die kleine Welt reicht eigentlich vollkommen für bis zu 3, 4 Spieler auf jeden Fall aus, weil bis man am Rand ist, läuft man da 5 Minuten oder so. Das reicht. Ja, man fängt hier an. Hier standen schon ein paar Bäume, die habe ich auch schon abgeschlagen. Man kann alles hier kaputt kloppen. Es sieht aus wie Minecraft in 2D in der Art, aber es ist vielseitiger als Minecraft. Also, am Anfang fängt man natürlich an, man fällt sich ein paar Bäume. Bäume, wie spannend fällen. Was? Was laber ich? Keine Ahnung. Fangen wir. Ja, wie bei Minecraft. Also, gibt ja nichts Spannenderes als Bäume fällen. Das Einzige, was halt bei Minecraft anders ist, dass mein Steam. Nein. Bitte, stirb. Stirb doppelt. So. Gut. Ja, super, ich bin wieder super vorbereitet. Ja, wie bei Minecraft anders ist, du fällst den Baum einmal hier ganz unten am besten, da wo ich gerade hinziehe, mit meinem lila Mauszeiger. Die Farbe kann man einstellen in den Optionen. Ja. Dass der Baum halt sofort zusammenfällt und nicht wie bei Minecraft alles einzeln und die Blätter noch da oben wegschlagen und so weiter. Das ist ganz nervig. Genau. Dann, dort unten ist schon ein wenig Kupfer. Kupfer ist so wie Stein zum Beispiel. Also, man kann es nicht vergleichen mit Minecraft, das Spiel. Auf jeden Fall gibt es kein Steinwerkzeug, weil das nicht logisch ist. Also, wir sind hier keine Mittelaltermenschen, sondern ja. Mit Stein kann man sich aber halt einen Ofen bauen. Man braucht, glaube ich, 20 Steine, 4 Fackeln, wenn ich es richtig weiß. Ich weiß es nur von der alten Version. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dieser neueren, richtigen Version ist. Och, süß, es gibt sogar kleine Babyschleime. Das sind Gegner und ich baue hier gerade Holz hin. Sehr klug. Süßen Babyschleim habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, wie gesagt, ich kenne nur eine ältere Version von dem Spiel. Die aus Let's Plays halt im Internet. Genau. Da gab es halt noch nicht sowas wie Babyschleime. Egal. So, dann macht man sich hier so eine kleine Ebene frei. Das Holz. Zack. Baut sich hier schon mal eine schöne gerade Fläche. Das Gras müssen wir vielleicht wegschlagen. So. Ja, Gras kann man nicht zubauen. Schrecklich. Mit Linksklick baut man hier, nicht wie beim Minecraft. Also bitte, na, ich will es nicht die ganze Zeit mit Minecraft vergleichen, weil es so viel anders ist. Es hat vielleicht ein paar Grundelemente am Anfang wie Minecraft, aber dann wird's auf einmal voll abgespaced. So, bauen wir uns hier so eine kleine Mini-Hütte hin. Wenn man Escape drückt, kommt das Menü hier. Links unten sieht man, was man craften kann. Ihr müsst nichts irgendwie kompliziert zusammenstecken, wie bei Minecraft. Wie jetzt? Okay, ja, ich erwähne Minecraft vielleicht gerade ein bisschen oft, aber ich vergleiche es einfach mal mit Minecraft. Weil ich kann Butterbrot. So, hier kann man noch Wooden Platforms machen. Und jetzt stellen wir uns erstmal hier die Werkbank rein. Oh mein Gott, eine Werkbank, es ist wie Minecraft. So, dann kann man hier Wooden Walls machen. Wooden Walls? Hä, du hast doch schon Holz gebaut. Nein, Wooden Walls ist der Hintergrund. Hier. Tak, 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 tak. Kann man sich hier schön einen Hintergrund machen aus Holz. Das hat zwei Vorteile. Erstens, dass da drin keine Monster spawnen können und zweitens sieht es schön aus. Ja, schön aussehen ist ein Vorteil. Meines Erachtens zumindest so. Gut. Was brauchen wir noch? Eine Tür. Zwei Stühle und ein Tisch. Diese Objekte, zwei Stühle und ein Tisch und Fackeln. Fackeln, kann ich schon Fackeln bauen? Nein, ich habe noch keinen Schleim. Brauchen wir jetzt noch ein Schwert? Ah, okay, Holzhammer gibt's auch. Gab's früher auch noch nicht. So. Oh Gott, so viele Objekte, was ich erklären kann. Oh mein Gott, ich bin verwirrt. So. Also, diese Objekte braucht man darin, dass später Menschen einziehen. Also NPCs. Es gibt NPCs, die können in deine Häuser einziehen und dann wohnen die da drin. Und ich habe den Stuhl falsch gebaut. Mit dem Hammer kann man zum Beispiel die Wände im Hintergrund kaputt machen und so kleinere Objekte wie Tische und Werkbank kann man alles mit dem Hammer kaputt machen. Nicht mit der Spitzhacke. Es gibt auch keine Schaufel.
Nein, gibt es nicht. Es gibt nur Spitzhacke. Die vier Sachen, die ich halt habe, gibt's. So in etwa. So. Eine Tür ist drei Kästchen groß. Zack, zack, zack. Das Spiel kostet 10 Euro, ist bei Steam erhältlich. Sage ich mal hier so gleich noch so, während ich baue. Und macht auf jeden Fall mehr Spaß als Minecraft. Minecraft, 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 Minecraft. Ah, und der Schleim tötet mich. So, wenn man einen Schleim tötet, erhält man Gel. Ist das Spiel eingedeutscht? Nee. Gut. Stört mir nicht Schleim. Wie viel Leben hast du? Pinky. 150 Leben? Was? Okay. Ich habe Angst, dass Pinky mich tötet. Stirb. Stirb, Pinky. Pinky! Nein! What the fuck? What the fuck? Pinky tötet mich. Ich sehe schon. Nein, ich habe eigentlich noch relativ viel Leben. Okay. So. Pinky hat nichts Besonderes verloren. Gut. Dann zeige ich noch kurz die Wooden Platforms. Die kann man überall halt am Boden, nicht einfach in die Luft hauen, kann man nicht, aber hier so an Wände. Zack, kann man draufspringen und wenn man nach unten drückt, fällt man durch. Wow! Technologie. So, mit diesem coolen Gel, was wir von den Schleimen bekommen haben, stirb, bauen wir uns bei unserer Werkbank. Kann man auch außerhalb der Werkbank, muss ich gerade noch dazu sagen. Also ich könnte auch hier stehen. Hier kann ich auch so ein paar Objekte craften. Ah, Pinky hat ein Gold verloren. Das ist sehr interessant, weil ein Gold ist schon sehr viel Geld. Ich glaube, ich bin ein Glückspilz. Gut. So, hier kann man sich Fackeln bauen. Ein Schleim, drei Fackeln. Jeder Schleim verliert einen Schleim, glaube ich. Oder nicht? Ich weiß es nicht genau. So. Ins erste Haus wird generell keiner einziehen, da beim ersten Haus dieser nette Guide hier drin wohnt, automatisch, der da steht. Du kannst, wenn ihr nicht was gerade weiter wisst, hallo, ich bin der Guide. They say there's a person who will tell you how to survive in this land. Oh wait, that's me. So. Genau, das ist der Guide. Die könnt ihr ja die ganze Zeit help, 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 help. Der erklärt euch das ganze Spiel, wenn ihr nicht weiter wisst, was ihr machen sollt oder so. Ah, Pfeile kann man jetzt auch craften, okay. Craften. Oh mein Gott, ich sage Minecraft-Craft. So, Schild hat keinen Sinn. Stonewall, Dirtwall, kann man alles machen, wie es einem gefällt, wie man gerade bunt drauf ist. Ich werde mir jetzt noch auf jeden Fall 7 Steine abbauen und dann habe ich schon mal einen Ofen. Steine. Ich werde, glaube ich, kein Let's Play alleine zu dem Spiel starten. Vielleicht finde ich ja irgendwen, der es mit mir Let's Play. Aber alleine würde nach einer Weile, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Stein dann Ewigkeiten stundenlang abbaue, ich glaube, die Motivation würde dazu reden, würde da sehr schnell verschwinden. So, hier ein Ofen. Den hauen wir uns. Geht der noch da rein? Nö. Dann machen wir uns noch gleich ein zweites Stockwerk einfach. Bam. Holz. Und hauen hier ein kleines. Noch eine kleine Info: Die Häuser müssen mindestens 4 Kästchen hoch sein. Sonst zieht keiner ein. Es gibt ja welche, die so möglichst sparsam spielen wollen. Und so weiter. Und ich sollte mein. Gold, ich muss probieren, ob dieser Trick noch geht. Wenn man das Geld ins Inventar legt, sollte es nicht verschwinden, wenn man stirbt. Wenn man stirbt, verliert man das ganze Geld. Ja, das ist nicht gerade sehr schön, aber man verliert seine Gegenstände wenigstens nicht. Das hat doch auch irgendwas Schönes. Denke ich mal. Gut. Immer diese Angst, dass mein Mikrofon aus ist. Wahnsinn. Jedes Video. Bäume fällen. So, das reicht doch schon wieder. Na, machen wir noch einen mehr. Wir müssen noch Stühle und Tische bauen und dann weiter. Oh mein Gott, der Schleim wird mich umbringen. Doch nicht. Aua, Hilfe. Wie viel Leben habe ich noch? Wenn ihr mit der Maus überall drauf fahrt, seht ihr Leben und so weiter. Green Slime, 15 Leben. Also dieser kleine Pinky war wirklich ein kleiner Glücksfall. So, Pilze. Pilze kann man essen. Pilze heilen einen 20 Leben und dann ist da so lange ein X drauf. Bis es weg ist, könnt ihr nicht nochmal einen Pilz essen. Logischerweise. So, der Guide macht sich gleich mal gemütlich. Und gleich kommt auch die erste Nacht, wo wir versuchen vorher das Haus vielleicht fertig zu kriegen. So, eine Tür. Oh, der Slime ist schon da oben schön eingezogen, was er nicht sollte. So, noch ein bisschen Wand. Bam. Und so, ein Schleim getötet. Du stirbst auch. So. Fehlt da noch ein Holz? Ah, da. Gut. Dann haben wir das Stockwerk auch gleich fertig. Vielleicht haben wir den Ofen ein bisschen zu weit mittig platziert, sehe ich gerade. Aber kann man ja gleich verschieben. Du, 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 du. Du, du, du. So, wer jetzt denkt, dass das umständlich ist, dass man da hochkommt. Nein, man hat ja noch diese Wooden Platforms. Ja, kann man einfach hier hinklatschen und schon kann man hier auch draufstehen. Oh, ich bin cool. So, zack, zack, zack. Hammer. Stirb, Ofen. Stirb. So. Habe ich den noch? Ja, gut. Nichts kaputt gegangen. So, den hauen wir da in die Ecke rein. Dann haben wir da einen Stuhl. Dort einen. Der ist schon wieder zu nah.
Mein Gott, ich kann keine Stühle platzieren. Ich bin viel zu schlecht für dieses. Ach Gott, verarsch mich doch nicht. So. Jetzt hat. Ja. Haben wir schon einen Tisch? 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 Tisch. So, dann haben wir da noch einen Tisch rein. So. Jetzt, nach einer Weile dürfte hier der Merchant einziehen, der Händler. Bei dem können wir uns dann später von 10 Gold zum Beispiel einen Minenhelm kaufen. Dann leuchten wir die ganze Zeit, weil wenn ihr gleich bemerken werdet, wenn wir in eine Höhle gehen, wir begeben uns gerade auf Richtung Höhle oder sonstiges. Hier zum Beispiel ein bisschen Eisen abbauen. Kann ja nicht schaden. Aber es wird immer komplett schwarz, solange man keine Fackel in der Hand hält. Deswegen ist das kooperative Spiel auch schon praktisch, wenn einer die Fackel hält und der andere kämpft und baut alles ab und so weiter. Man muss sich halt dann das Zeug teilen und nicht einer geizig sein oder sowas. Das wäre schon vielleicht ein wenig scheiße? Ja, wäre es. So. Klettern wir einfach mal hier so wild durch die Landschaft und schauen, was uns noch so wildes, aufregendes erwartet. Wahrscheinlich gar nichts. Ein bisschen Stein, ein paar Bäume. Interessant. Wenn ich Glück habe, wird die erste Nacht vielleicht eine Blutmondnacht. Was ich wahrscheinlich nicht hoffen will. Nein, ich will es nicht hoffen. Ganz sicher nicht. Weil bei Blutmond... Ja, es gibt... In der Nacht kommen Zombies und... Ja, erstmal so anfangen. So, das sind Vasen. Fangen wir erstmal hier an. Das sind Vasen. Aus Vasen kommen alle möglichen Gegenstände. Pfeile, Shurikens, Bomben, etc. raus. So, jetzt ist Nacht. In der Nacht spawnen Zombies und fliegende Augen, die einen angreifen. Soweit ich es noch weiß. Und... Ja, in der Blutmondnacht spawnen 400% mehr Gegner und sie können sind in der Lage, die Türen aufzumachen. Was nicht von Vorteil ist. Da oben laufen sie schon. Da ist ein Dämon-Eye mit 60 Leben und ein Zombie mit 45 Leben. Genau. So, in der normalen Nacht stören die jetzt mich gerade ganz wenig. Aber später könnten sie mich schon mehr stören. Sup. Schauen wir mal einfach mal, wie weit es hier runter geht. Es gibt wirklich Höhlen, da kann man 10 Minuten lang runtergehen und man findet immer mehr. So, da habe ich mir gerade eine Plattform hingemacht. Ich mache eine Fackel, dass ihr auch was seht. Schön an dem Spiel ist, ihr seht genauso wenig wie ich, wenn ich was nicht sehe. Also könnt ihr euch nicht beschweren, wie bei Minecraft sieht man ja in der Nacht, seht ihr ja gar nichts und ich sehe alles. Irgendwie. Aber hier werde ich genauso wenig sehen wie ich. Ihr. Bäh. Ja, ich werde genauso wenig sehen wie ich. Gut reden, gut reden. Kriegst einen Keks. So. Meine Fackeln sind auch gleich leer, aber auf jeden Fall haben wir dann schon mal ein paar Vasen zerstört. Haben einen Heiltrank gefunden, den wir gleich verschwenderisch, wie wir sind, benutzen werden. Und setzen mal vorerst keine Fackeln, sondern wechseln immer dazwischen. Dass wir einfach Licht haben, bis wir sterben. Ah, ich dachte, das wäre Eisen. Da ist Eisen. Eisen ist so ein bisschen... Was ihr hier hört, das ist ein Wurm. Würmer, die nervigsten Gegner für mich im Spiel. Ah, so, stirb. Sind aber auch noch relativ schwach. Hier unten kann man allen möglichen farbigen Schleim begegnen, auch in der Nacht. In der Nacht spawnen oben nur Zombies, keine Schleime mehr. Oh Gott, Hilfe. Okay. Was ihr hier seht, das ist ein... Ich mach's mal kurz kaputt. Das war dieses Herz hier, Life Crystal. Wenn man das benutzt, zack, jetzt haben wir schon ein Herz mehr. Und das ist sehr, sehr gut. Man kann bis zu 20 Herzen, glaube ich, haben. So, jetzt ist der Schleim auch erstmal aus unserem Weg. Aus dem Blick, aus dem Sinn, wie gesagt. Ja, man hat ein Herz mehr. Das heißt, wir haben jetzt 120 Leben und sind tot. Und da liegt unser Geld. Ja, Terraria, wunderschön. Hätte ich jetzt nichts anderes erwartet, aber wir haben auch das Gold aus unserem Inventar verloren. Okay, das ist interessant. Was wir gerade aufgesammelt haben, einen Fallen Star. Wenn man 10 Stück davon sammelt, die fallen in der Nacht runter vom Himmel. Wenn man 10 davon sammelt, dann hat man Keks, nein, kann man sich Mana-Kristalle bauen, dann hat man hier noch links eine Mana-Leiste. So, wir versuchen aber ganz schnell in die Höhle nochmal reinzukommen, hier rein zu joggen. Yeah! Braucht nur noch so ein Ghetto-Blaster in der Hand. Sieht richtig cool aus. Aber ich glaube, wir werden weiterhin scheitern und einfach nochmal sterben. Verliert man nicht sein gesamtes Geld? Nee, man verliert nur den größten Teil. Okay. Aber wir brauchen Geld, sonst zieht kein Händler ein am nächsten Tag. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier aufnehmen werde. Ich werde wahrscheinlich so die erste halbe Stunde, wie ich spiele, aufnehmen. Vielleicht eine Stunde, maximal. Aber ich werde noch zwischendrin jetzt gleich eine Pause machen, weil mein Essen gleich fertig ist. Ich kann nichts dafür, dass das Video jetzt erst zu spät kommt. Vielleicht auch erst morgen. Es ist jetzt gerade Montagabend. So, jetzt Zeitgefühl. So, hauen wir noch ein paar Pilze raus.
Und ja. Runter. Wo waren wir? Wo sind wir gestorben? Hier irgendwo. Fallschaden gibt es übrigens auf. Auch. Nicht, dass ihr hier gleich auf Kamikaze-Gym macht und überall runterspringt. Nur so als kleine Warnung. Und was auch immer gut ist, über euch zu bauen. Auch wenn ihr es dann wieder aufschlagen müsst, aber wenigstens folgen euch die Gegner nicht die ganze Zeit. So, jetzt machen wir uns hier ein paar mehr Pfeile. Fackeln. Pfeile kann man sich auch machen, natürlich. Aber spätestens, wenn man viel Geld hat und dann Händler hat, kann man sich extrem viele Shurikens kaufen. Das sind Wurfsterne. Für die, die diese Ninja-Sprache nicht mächtig sind. Wie ich. Ja, die machen, glaube ich, 8 Schaden. 8? Ich weiß es nicht mehr so genau. Kann man ganz oft werfen. 250 Stück kann man sich kaufen. Also da hat man eine Weile ausgesorgt und kann jeden Gegner wegownen. Hurra! Falls sie noch so billig sind wie früher. Wer weiß. Es kann hier einiges anders sein. Zum Beispiel früher gab es nur 3 Frisuren, jetzt gibt es 20 oder so. So, da machen wir auf. Extreme Abenteuer. Ich kann auch, wenn mehrere Leute dieses Spiel haben, gerne einen Server stellen. Können wir auch zu mehr rumlaufen. Aber bisher bin ich wahrscheinlich einer der Einzigen, der dieses Spiel hat. Hurra, weil ich cool bin. Stirb, Schleim. Lass mich nicht zweimal von dir töten. Bam. Pilz essen. Pilz essen? Pilz essen. Ah, das ist das Spinnennetz, wo ich gerade durchgleite. Das lässt einen langsamer fallen und man kann sich nicht lenken und... Oh Gott, ich sehe nichts. Da ist Gold. Stirb, gelber Schleim. Stirb einfach. Ihr seht auch nicht mehr als ich. Ich sehe nur den... Ah! Okay. Ja. Vielleicht sollte ich mir erstmal aus meinem Kupfer etwas bauen und dann so und mein Gold einfach mal... Ich will mein Gold haben. Ich hol mein Gold nochmal. Ich probiere es gleich nochmal. Erstmal mein Haus. Ja, das war ja natürlich Meisterleistung. Stirb, 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 stirb. So. Hier können wir uns, beim Ofen können wir uns Kupferbahn machen aus unserem Kupfer. So, jetzt haben wir 11 Kupfer und dann können wir uns noch Eisenbahn machen. Haben wir auch 11 Eisenbahn, das ist schon ziemlich gut. 11 Eisen schon, okay. Was ist das? Silk. Kenne ich nicht. Tut mir leid. Dann machen wir uns ein Iron Anvil. Anvil. Also ein Schmiedeeisen. Das versuchen wir auch mal oben hinzustellen, in der Hoffnung, dass es geht. Nicht, dass wir jetzt... Ah, das geht. Gut. Weil hier können wir einen Eimer machen. Und aus unserem Kupfer können wir Gegenstände machen. Ein Broadsword. Kupfer, was nicht wirklich stärker ist. Aber wir können es machen, weil wir können. Ich würde es schon fast sagen, wir machen uns einen Bogen und Feuer. Na. Wir haben nicht mal mehr Holz. Machen wir uns das Broadsword. Einfach, weil es vielleicht, weil es größer ist. Als, ja, das ist schon ein bisschen länger. Und machen wir ein bisschen mehr Schaden. So, jetzt töten wir erstmal die Zombies hier. Sterbt. Oh, die machen ja relativ viel Schaden. Interessant zu wissen. Für mich. So, ich leuchte hier auch immer so. Nein, ich habe nicht so viele Fackeln. Fuck. Ups, jetzt habe ich geflucht. Das wollte ich ja natürlich auch nicht. Ihr könnt natürlich auch gerne durch das Video durchskippen, wie ich hier diesen Weg hier gerne überspringe. Aber Terraria besteht aus dem größten Teil am Anfang aus Sterben. Es ist so. Ich werde mir gleich einfach noch eine Truhe bauen, dann kann ich da mein Gold reinlegen. Ging zumindest früher noch. Vielleicht darf ich nicht mal mehr mein Gold in der Truhe legen, ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach, dass es geht. Weil ich irgendwie mein Geld behalten möchte. So, du gehst mir aus dem Weg. Danke sehr. Pilz. Jetzt werde ich, bis ich unten bin, die ganze Zeit Pilze essen. Los, Pilz 2, Pilz 2, Pilz 2. Oh Gott, dauert das lange. Werde ich ja nie volles Leben haben, bis ich unten bin. Okay, aber hier würde ich nichts mehr sehen. Los, noch ein Pilz. So, okay. Jetzt sind wir wieder mächtig, hier durch zu kämpfen, zu streiten, uns der elenden Schleime zu entlegen. Oh mein Gott, das ist ein Silber. Silber. Und, hups, zack, wo sind wir runter? Hier sind wir gestorben. Ja, da liegt unser Geld. Und ein wenig Gold. So, jetzt leuchten wir erstmal hier aus. Dann. Bin ich dafür, dass wir uns hier so eine kleine Decke bauen. Nicht, dass jetzt gleich wieder unerwartete Besucher hier von oben runterspringen. So, hallo, ich bin auch noch da. Oder von unten kommen. Fall runter. So. Einfach hier kurz einbauen. Fackel kann man mit Rechtsklick wieder entfernen. Für die, die es interessiert. So. Und dann werden wir uns hier durchgraben und uns das Gold schnabulieren. Hom nom nom Gold.
Daraus werden wir uns dann vielleicht ein Goldschwert machen oder eine Goldspitzhacke oder sonstiges. Werkzeuge gehen hier übrigens im Generellen nicht kaputt, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Wahrscheinlich ist es euch aufgefallen und ich sage es gerade total unnötig. Aber Werkzeuge gehen nicht kaputt! So. Den Goldblock will ich aber... Gut. So, jetzt könnte ich weiter nach unten gehen. Oder ich versuche mit meinem Gold endlich in mein Haus zu kommen. Was für mich nach der klügeren Entscheidung trifft, aussieht. Naja, was ich nach... Für mich... Oh, toll. Jetzt hau ich meine Fackeln hier hin. Das wollte ich auch nicht. Was sich für mich nach einer klügeren Entscheidung anhört. So. Stirb. 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 Ja, man kann die Gegner wenigstens gut zurückdrängen. Also, wenn man gut mit dem Schwert umgehen würde, könnte man auch schwerere Gegner schon töten. Weiter unten gibt's... Ah ja. Ich... So. Ich erkläre hier noch nicht mal das halbe Spiel erklärt. Also... Natürlich, jetzt wirkt noch alles relativ einfach. Später gibt's noch viel mehr. Es gibt einen Untergrunddschungel, das ist ein riesiger Dschungel, wo Hornissen angreifen und so menschenfressende Pflanzen. Und da kann man viele gute Schätze finden. So, wie komme ich nach oben? Habe ich irgendetwas besonders viel? Ja. Ja, da habe ich viel. Gut. Ja, das wollte ich natürlich nicht erreichen. So, du leuchtest mir den Weg. Dieser Wurm schafft es natürlich genau durch unseren 1x1-Turm gleich nach oben zu kommen. Da wette ich gleich drauf. So, es gibt auf jeden Fall noch viel mehr. Es gibt 5 verschiedene Ebenen, bis man ganz unten angekommen ist. Wir haben kein Holz mehr. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind es Diamanten? Nein, Saphire. Ich dachte schon. Ein Diamant ist nämlich 20 Gold wert. Das wäre übertrieben. Saphire sind auch relativ viel wert, also das ist auch schon übertrieben. Jetzt kann ich von mir aus mein ganzes Gold verlieren, weil Saphire kann ich ja ewig behalten. Wir haben auch gerade 2 Bomben gefunden. Oh, wir hatten sogar schon ein paar Bomben. Habe ich gar nicht gesehen. Ich demonstriere sie euch einfach mal, indem ich sie dorthin werfe. Und sie überschreiten meinen ganzen Weg. Bam. Töten mich sofort, wenn ich sie berühre, natürlich. Weil ich einfach, weiß ich nicht, Schwäche für Bomben habe. Haha. Nein, sie töten mich einfach. Und das ist nicht schön. So, ich setze mal kurz wieder dahin. Dann bauen wir uns da einen Weg. Bam. Ich könnte auch meine Wooden Platforms hernehmen, aber ich bin gerade scheinbar nicht klug genug. Stirb, Cobweb. Ist hier was? Nein. So. Cobweb ist Spinnnetz, glaube ich, bin ich. So. Jetzt packen wir mal die Wooden Platforms aus, weil einfach bequemer und so. Kann man hier noch nicht an die Wand hauen, weil immer ein Block da sein muss. Aber dennoch. Aber dennoch hat sich Balle ganz prächtig amüsiert. So. Dann nochmal. Und jetzt kommen wir wieder nach oben. Hurra! Freiheit! Luft! Halbwegs zumindestens. So, bis hierhin zumindestens. Hier können wir schon wieder weiter versuchen hochzustapeln. Oh Gott, das wird ganz knapp in unseren Rohstoffen. Aber, wie ich schon höre, der Merchant ist gerade gekommen. Habe ich nicht gehört. Sondern ich habe gehört, dass es Tag ist. Oh, ich bin zu klein. Womit stapeln wir uns hoch? 6 Steine haben wir noch. Ich bin ja ein Musterbeispiel hier für das Spiel. Stapel mich mit meinen letzten Materialien nach oben und dann noch auf die falsche Seite. Fuck. Schaffen wir den Sprung? So, wie wollen wir jetzt dort hochkommen? Wir bauen uns hier ein bisschen was ab, würde ich meinen. Hilfe? So. Bauen wir jetzt hier noch ein bisschen Erde ab, dass wir auch irgendwie wieder lebend nach oben kommen. Werden wir von unserem Gold gleich mal einen Minenhelm kaufen. Und dann soll es auch gewesen sein fürs Erste. Vielleicht werde ich noch einen zweiten Part aufnehmen, irgendwann später. Oder vielleicht stoßt es so an Erfolg, dass meine Pommes jetzt mittlerweile verbrannt sind. Ich mache jetzt noch hier kurz einen Schnitt und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Ach ja, man kann auch Safe Quit Exit machen und dann wieder einloggen, dann ist man gleich am Spawn. Bis gleich. So, da habe ich ganz einfach relockt. Da oben steht der Händler schon. Bin gerade ein bisschen aus der Puste. Sind an unserer Tür gespawnt, deswegen ist sie wieder verschwunden. Aber egal. Lovely morning, wouldn't you say? Was there something you needed? So. Ah, kostet sogar nur 8 Gold. Und das... Ah, 12 zu 4... Okay, die sind weniger wert. Das ist schlecht. So, die verkaufen wir dennoch. Kaufen uns die Piggy Bank, dort können wir unser Gold lagern. So. Bis zur Piggy Bank haben wir es geschafft. Ist doch schon mal super. So, da kommt unser Gold rein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, werde mit diesen Charakteren dieser Welt nicht mehr weiterspielen, weil ich einfach kann und auf eure Rezessionen oder
Aussagen abwarte, ob ich noch ein wenig weiterspielen soll, ob ich euch noch ein bisschen interessiert, ob ich ein bisschen mehr erzählen soll, ob ich euch von Meteoriten, Shadow Orbs, Dungeons, Bossen, den Himmelsinseln, Jetpacks und so weiter noch erzählen soll, was alles noch in diesem Spiel ist, oder ob ihr es selber herausfinden wollt und ich einfach meinen Maul halten soll. Bis zum nächsten Mal, euer Zombie!